Ich brauche Münzen. Andy? Ja? Wo hast du das her? Was denn? Na, dieses Autofahrtspiel-Dings da. Gefunden? Du hast es gefunden? Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll, Mr. Pipkin. Ich glaube, dass du mich schon wieder anlügst. Der Walmart im Zentrum von Jackson wurde heute Schauplatz eines bizarren Verbrechens, als ein Mann, der sich als Rollstuhlfahrer ausgab, von den Überwachungskameras gefilmt wurde, wie er ein münzbetriebenes Kinderauto stahl. Nein! Der Verdächtige trug eine starke Brille, weinrote Jogginghosen und ein schmutziges Unterhemd. Die Polizei hat folgende Phantomzeichnung des Verdächtigen herausgegeben. Falls Sie irgendwelche Hinweise haben... Das war ein Schwarzer.